Hallo Kackbratzen. Ich liebe die klassischen Point-and-Click-Adventure-Spiele und Horrorspiele dürfen natürlich auch nicht auf dem Speiseplan fehlen. Wenn man nun also diese beiden Genres in einen Topf wirft, ist das wohl das höchste der Gefühle. Horrorspiele brauchen aber nicht unendlich viel Blut auf dem Bildschirm oder mit dem Hammer aufgesetzte Schockeffekte, um gruselig zu sein. Meist reichen kleine Nuancen und ein perfektes Storytelling, das in einem ein sehr unangenehmes Gefühl erzeugt. Kleine Schocker sind natürlich ein Bonus. Japaner sind wohl die Spitzenreiter, wenn es darum geht, eine scheinbar heile Welt langsam in eine Hölle auf Erden zu verwandeln, aus der es manchmal auch kein Entrinnen gibt. Das gilt gleichermaßen für Filme und Spiele. Es geht in gewisser Weise um einen Grad an Realismus, der einem suggeriert, dass das, was man in den Filmen sieht, einem jeden von uns passieren könnte. Die Entschleunigung der Dinge kann aber für viele ein Problem darstellen. Filme und besonders auch Spiele erscheinen langweilig, da einem nicht alle 5 Sekunden ein Monster mit seinem Arsch ins Gesicht springt. In die Kategorie Spiele, die langsam beginnen, aber mit der Zeit tiefere Wunden schneiden als ein Blatt Papier, fällt auch das Spiel von heute. Es hört auf den wunderbar einprägsamen Namen Yuya Midori Tankentai, das im Jahr 1999 für die PS1 veröffentlicht wurde und mit Straßenexpeditionen in der Abenddämmerung übersetzt werden könnte. Entwickelt wurde das Horror-Adventure von Spike und ähnelt vom Gameplay verblüffend der von Human Entertainment entwickelten Twilight-Syndrom-Reihe, was allerdings daran liegt, dass das Entwicklerteam von Yuya Midori Tankentai aus ehemaligen Human Entertainment-Mitarbeitern besteht. Ganze 2,5 Jahre dauerten die Arbeiten an dem Spiel und es wurde am Ende in einer begrenzten Auflage nur in Japan veröffentlicht, was leider dazu führte, dass man heute beinahe schon eine halbe Niere für diese Perle verkaufen muss. Yuya Mi spielt in der fiktiven japanischen Stadt Hiromi City und handelt von den Schülern namens Naoki Urase, Kurumi Shina und Mayu Hainai, die außerhalb der Schule immer von ihrem Hund Melos begleitet wird. Die Freunde haben sich in den Kopf gesetzt, einigen urbane Mythen und Horrorgeschichten der Stadt nachzugehen. Der Clou des Spiels ist, dass alle eure Entscheidungen die Geschichte in irgendeiner Weise beeinflussen können. Alles hängt also davon ab, welchen Mitschülern ihr zuhört, welche Geistergeschichte man dabei aufschnappt und mit welchem Charakter man am Ende auch der Sache in der quasi frei erkundbaren Stadt auf den Grund gehen möchte. Ziel des Spiels ist aber nicht in erster Linie wirklich allen Mythen zu entlarven, denn unsere Helden werden auch mit einem Fluch zu kämpfen haben. Ganze 100 Tage haben sie nun Zeit, eine ganze Reihe von Rätseln in der Stadt zu lösen, die Wahrheit hinter dem Fluch aufzudecken, um am Ende dem Tod zu entgehen. Was aber einem sofort auffällt, ist die extrem seltsame Atmosphäre des Spiels. Es gibt durchaus einige Dinge, die extrem gruselig sind, aber die folgen erst ab der Hälfte des Spiels. Allein die Präsentation wirkt mehr, als würde es sich hierbei um ein heiteres Teenager-Abenteuer handeln. Die Musik knattert unbeschwert aus den Boxen und die Stadt mit ihren Einwohnern wirkt so, als wäre alles in einer perfekten Kleinstadt-Idylle der 90er Jahre eingepackt. Alles wurde mit Liebe zum Detail mit sehr vielen und ebenfalls sehr perfekten Pixeln zusammengebaut. Schaut euch allein mal die Laufanimationen an. In welchem Horrorspiel habt ihr schon mal einen so seltsam heiteren Stil gesehen? Man erhält latent das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmen kann. Das kann auf Dauer nicht gut gehen und man wartet förmlich darauf, dass diese Regenbogen-Einhornwelt wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Die Angst vor dem Ungewissen ist schrecklicher als der direkte Horror und billige Jumpscares. Nur muss man sich darauf einlassen. Und das ist wohl das größte Hindernis, das Yuya Midori Tankentai zu bewältigen hat. Wenn es zu einer Gefahrensituation kommt, ändert sich der Blick auf die Welt enorm. Der Hund Melos scheint die Veränderung als erstes zu spüren, denn ist Gefahr im Verzug, spürt er Angst, was am Ende sogar dazu führt, dass er sich weigert, bestimmte Bereiche zu betreten. Auch unsere Charaktere verspüren Angst, was durch eine pulsierende Herzschlaglinie verdeutlicht wird. Wird ein bestimmter Wert dauerhaft überschritten, wird man nachts mit einem Albtraum-Minispiel konfrontiert. Man sollte jedoch vorsichtig sein, denn wird der Charakter zu oft dieser spirituellen Störung ausgesetzt, wird das zu einem Game Over führen. Wie gesagt, versuchte man einen hohen Grad an Realismus einzubauen und das spiegelt auch der strikte Tagesablauf des Spiels wider. Jeder Tag ist in 3 Abschnitte eingeteilt, die jedoch zeitlich stark beschränkt sind. Am Morgen hat man 5 Minuten Zeit, sich in der Schule nach neuen Gerüchten umzuhören und Gespräche der Mitschüler zu belauschen.
Außer es ist Sonntag, dann wird man den Morgen zu Hause verbringen. Am Nachmittag geht man den Mythen auf den Grund oder wandert ziellos durch die Stadt und den Abend verbringt man wieder daheim, erledigt Hausaufgaben und unterhält sich mit seiner Familie. Das ist alles andere als ein Horrorspiel, aber wie erwähnt liegt der wahre Schrecken unter dem Deckmantel der Heiterkeit vergraben. In Yuya Midori Tankentai dienen die urbanen Mythen nur als Aufhänger für ein viel größeres Problem, das in der Kultur Japans der 80er und 90er Jahre verankert ist. Hirumi City, also der Schauplatz des Spiels, ist vielleicht eine fiktive Stadt, aber genauso wie diese scheinbar idyllische Kleinstadt, ist sie auch ein Resultat des Wirtschaftsboom der 80er Jahre gewesen. Der Bau von Fabriken und der Versprechen von Wohlstand zog viele neue Familien an, was zu einem regelrechten Boom in der Wohnungsbaubranche führte. Doch in den 90er Jahren kam es in Japan zu einer schweren Wirtschaftskrise. Der Optimismus ging verloren. Privatpersonen hatten kurz vor dem Platzen der Blase teilweise mehr Geld investiert, als sie in ihrem ganzen Leben hätten verdienen können. Unternehmen gingen pleite und die Gesellschaft stand vor einem Umbruch. Insgesamt ist es ein bedrückendes, aber auch komplett spannendes Thema, auch was dieser Umbruch für die japanische Videospielindustrie bedeutete, aber das führt uns leider viel zu weit vom Spiel weg. Schaut man sich nun die Stadt in Yuya Midori Tankentai an, ist auch hier alles mehr Schein als Sein. Gebäude sind so verfallen, dass es schwer ist zu sagen, wofür genau sie einst genutzt wurden. Unter all den prächtigen Farben der vielen bunten Pixel versteckt sich latent der große Schrecken von Ungewissheit. Alles bröckelt vor sich hin und es macht sich auch eine erschreckende Einsamkeit breit, die aber niemand so wirklich wahrhaben möchte. Die Straßen der Stadt werden zu verworrenen Labyrinthen. Leer und bedrückend. Man bemerkt Obdachlosigkeit und Kriminalität, die ihrerseits wieder eine Menge Gefahren für unsere Helden bedeuten. Alles schreit nach Veränderung, aber vermutlich hat niemand die Kraft noch die finanziellen Mittel, um einen Umschwung herbeizuführen. Yuya Midori Tankentai präsentiert uns nun drei Jugendliche, die auf dem Weg zum Erwachsenwerden sind. Wie auch die Stadt oder das Land Japan, befinden die Teenager sich in einer Identitätskrise. Unter der kräftig bunten Decke liegt eine unglaublich schreckliche Unsicherheit und irgendwie reist man beinahe komplett orientierungslos in eine ebenfalls unsichere Zukunft. Das Schulleben verschärft zudem das Problem. Flure und Klassenzimmer, die die Sozialisierung fördern sollen, sind nur ein Ersatz für das Gewirr der vor sich hin rottenden Straßen der Stadt. Die Gruppenbildung in der Schule führt zu Ausgrenzung, Einsamkeit und Entfremdung. Ein Sinnbild also für den Status quo Japans oder auch für diesen jämmerlichen Kanal. Der Druck steigt schließlich an und die Unfähigkeit, sich anzupassen und der Mangel an anderen Optionen im Leben verhärtet die verzweifelte Situation. Ganz besonders hart trifft das die Protagonistin Mayu. Die engen Räume ihres Zimmers verstärken die Ohnmacht der alltäglichen Probleme und das Ganze spitzt sich sogar zu, sodass sie sich mit nagenden Selbstmordgedanken quälen muss. Das Lösen der urbanen Mythen ist nur ein Mittel zum Zweck. Man erhält den Anschein, in all dem Schlamassel wenigstens ein Problem zu haben, das man lösen kann, allerdings nur um die weit schwerwiegenden gesellschaftlichen Probleme unter den Teppich zu kehren. Es ist mehr eine Art Verdrängungsprozess als das eigentliche Aufarbeiten der sozialen Schieflage. Echte Probleme werden verschwiegen bis zu dem Punkt, dass niemand mehr weiß, wie man darauf reagieren soll, bis es am Ende zu einem unvermeidlichen Niedergang kommt. Im Spiel wird das etwa zur Hälfte ziemlich deutlich. Alles wird düster, die Mythen immer interessanter und auch der Spieler wird immer tiefer in die Charaktere hineinsehen können. Langsam erreicht die erstickende Atmosphäre ihren Höhepunkt und auch der Horror entfaltet sich. Was das Gameplay betrifft, so ist Yuya Midori Tankentai weitgehend ein 2D-Sidescroller, mit zuckersüßen Grafiken und extrem gut animierten Charakteren. In bestimmten Momenten, wenn es an einem Schauplatz einige Schlüsselmomente zu erkunden gilt, ändert sich plötzlich die Sicht auf die Welt. Aus dem 2D-Adventure wird plötzlich ein Fotopanorama, das sich um 360 Grad drehen lässt. Während dieser Szenen konzentriert sich alles auf den ausgewählten Protagonisten und man fühlt sich in diesen Szenen plötzlich so winzig. Man spürt ein großes Unbehagen, da man auch genau weiß, dass der große Schrecken wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Einerseits verspürt man hier Einsamkeit, auf der anderen Seite hat man aber auch das Gefühl, von unsichtbaren Augen beobachtet zu werden. Und tatsächlich muss man auch nie lange auf eine Geistererscheinung warten, die einem verstört und ohne Energie zurücklässt. Es ist so furchtbar schade, dass Yuya Midori Tankentai offiziell nie übersetzt wurde. Dabei wäre es so furchtbar wichtig gewesen. Nicht nur hinsichtlich der prekären Situation in Japan. Wie gesagt, dienen die Horrorgeschichten nur als Deckmantel für weitaus schrecklichere und trostlose Probleme, vor deren unsere Gesellschaft gerne mal die Augen verschließt. Naoki ist eindeutig Opfer von Mobbing, Mayu wird von aussichtslosen Selbstmordgedanken geplagt und die gute Kurumi hat irgendwie eine kleinere mentale Entwicklungsstörung, die sie im Grunde blind dafür macht, wie schlecht die Welt um sie herum ist. Das ist auch schon der Grund, warum sie die einzige ist, die so unbeschwert durch die Welt geht. Das Spiel bringt psychische Erkrankungen häufiger zur Sprache, als man meinen könnte, und das ist genau der Grund, warum wir unbedingt eine Übersetzung benötigen.
Von einem Remaster ganz zu schweigen. Es gibt auf YouTube ein Gameplay-Video eines Fans, der versucht hat, dieses Meisterwerk zu übersetzen. Eine Wahnsinnsaufgabe. Ich werde euch die Playlist in der Beschreibung verlinken. Leider habe ich keine Ahnung, was aus dem ROM-Hack-Projekt geworden ist, denn eigentlich sollte jeder mal selbst diesen Titel gespielt haben, was leider durch die Sprachbarriere verhindert wird. Ich wünschte mir so sehr, dass Yuya Midori Tankentai mehr Aufmerksamkeit erhält, aber leider wurde es Opfer der im Spiel genannten Probleme. Erstens hält man es für langweilig, weil der Horror nicht plakativ umgesetzt wurde und zweitens, weil man wegen all der Verdrängung die wirklichen Probleme einfach nicht mehr versteht oder gar begreifen möchte. Solltet ihr es bis hier geschafft haben, dann macht mir die Freude und teilt dieses Video und wenn es irgendwie möglich ist, dann lernt Japanisch und geht nach Romhausen und holt euch Yuya Midori Tankentai. Ich bin mir bewusst, dass es vielleicht unmöglich ist, aber zumindest ist es einen Versuch wert. Es wird euch ein verdammt ungutes Gefühl in der Magengrube verpassen und solltet ihr das Ende erreichen, benötigt ihr mit Sicherheit eine Tasse Kakao und Kekse. Aber das geht schon in Ordnung. Hauptsache ihr erkennt, wie großartig dieses Spiel ist. Es ist ein Beweis dafür, dass man keine übernatürlichen Elemente benötigt, um Horror zu erzeugen. Denn der wahre Horror liegt verborgen, ganz tief in unserer Mitte. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.